Guten Morgen, liebe Wernleser. Ich befinde mich hier im VfL-Stadion am Elsterweg, wo gerade im Hintergrund ERC-Profi Greg Moore seine erste Runde dreht nach seinem Kreuzbandriss vor 3,5 Monaten. Es ist der heilige Abend. Er wollte sein Lauf-Comeback heute extra noch feiern. Ich habe gedacht, ich schaue mir das mal an und werde hinterher noch ein bisschen mit ihm sprechen. Greg Moore kann wieder lachen nach seiner schweren Verletzung am zweiten DEL-Spieltag Mitte September. Die Narben von der Kreuzband-OP sind zwar noch sichtbar, aber nach harten Wochen in der Reha ist der ERC-Profi soweit. Zusammen mit dem Kalbaler Fußballer Felix Plagge gibt er an Heiligabend unter Anleitung von Reha-Leiter Heiko Wehe sein Lauf-Comeback im Freien. Dann wird es ernst. Wehe gibt letzte Anweisungen vor dem Belastungstest. Nur aus dem Fußgelenk, genau. Moores Knie scheint zu halten. Was sagt der Therapeut zum Reha-Verlauf des US-Amerikaners? Ja, er hat sich in den letzten Monaten unglaublich gut entwickelt, ist super ehrgeizig während seiner Trainingseinheiten und was auch wichtig ist, ein netter Kerl. Auch Moore selbst ist zufrieden. Es fühlte sich gut an, den Körper in Bewegung zu bringen. Es ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur kompletten Genesung. Ich spüre, dass es vorangeht. Sind Sie bislang mit Ihrem Reha-Verlauf zufrieden? Ja, alles läuft sehr gut, alles läuft nach Plan. Es sieht gut aus für die Zukunft. Rückwärts geht's nur noch bei dieser Übung. Der Test hat Moore vorangebracht. Erstaunlicherweise hat er das sehr gut gemacht. Am Anfang ging es noch ein bisschen schleppend los, aber so nach und nach in der zweiten Runde fühlte er sich sicherer und sah auch so sehr gut aus, muss ich sagen. Das lässt darauf hoffen, dass Moore auch bald wieder mit den Grizzlies aufs Eis geht im Training. Ich habe noch über keinen genauen Termin nachgedacht, aber in den nächsten Monaten sollte ich in der Lage sein, mit leichtem Skating-Training auf dem Eis zu beginnen. Jetzt schauen wir erstmal, wie er das Laufen verkraftet hat. Er wird jetzt kontinuierlich laufen, erstmal mit einem Tag Pause, aber das werden wir so langsam aufbauen und dann begleitend das Krafttraining machen und dann muss man einfach sehen, wie das Knie reagiert. Davon ist eigentlich alles abhängig. Danke. Immerhin, ein Zwischenziel hat Moore erreicht. Das dürfte seine Feierlaune an Weihnachten heben. Es sind definitiv schöne Feiertage, wenn man weiß, dass alles in die richtige Richtung läuft. Das Knie fühlt sich stärker an, ich habe mich gut gefühlt beim Laufen. Nach Trainingsschluss gibt es noch ein Shake Hands und einen Gruß an die WN-Leser. Merry Christmas, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, alle haben ein schönes Weihnachtsfest und danke, dass Sie die Berichte lesen und mich so bei meiner Genesung begleiten.